und herzlich willkommen, ihr Lieben, bei Personal Trainer Karlsruhe, Mr. T. So schnell geht die Zeit vorbei. Ihr habt schon drei Teile angeschaut von den Motivationsclips und heute kommt Teil 4. Motivation Teil 4, Kollegen. So, Motivation Teil 4. Was könnte das sein? Auch hier ganz klar wieder, das sind die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die langjährigen Erfahrungen und die möchte ich gerne an euch weitergeben. Wichtig für mich ist Folgendes. Wenn ihr euch vorgenommen habt, ihr möchtet euch ändern, ihr möchtet Gewicht reduzieren, ihr möchtet fitter werden, ihr möchtet schneller werden, ihr möchtet stärker werden, also alles zum Thema Fitness, zum Thema Leistung, körperliche Leistung. Da ist ein ganz interessanter Aspekt, jetzt kommt Teil 4, wenn ihr in eurem nahen sozialen Umfeld eine Person sucht, die das gleiche vorhat wie ihr, schaut euch doch einfach um, hört euch doch einfach mal um, ist da vielleicht eigentlich ein jemand, der um euch herum das gleiche vorhat? Ihr habt vielleicht auch eine Facebook-Gruppe, in der ihr aktiv seid, ihr habt ein Privatprofil, Instagram, und dann tragt ihr einfach mal, haut mal einen Spruch raus und sagt, Freunde, ich habe mir vorgenommen, in einer Woche geht's los, ich werde Fitness-Lifestyle, gesunde Ernährung, ich werde schlanker werden, fitter werden, leistungsfähiger werden, gesünder werden, das ist so mein Fokus, da möchte ich hin. Wer von euch hat die gleiche Interesse? So, und dann kann es sein, dass der ein oder andere sich meldet und sagt, ey, das gleiche habe ich auch vor. Tut euch doch einfach zusammen. Viele Menschen tun sich einen Gefallen, wenn sie in einer Gruppe, sozusagen einer Sippe, wir möchten alle einer Sippe zugehören, wenn ihr da aktiv werdet. Dann bindet euch ein, tauscht euch aus, macht vielleicht ein gemeinsames Training aus, setzt euch gemeinsame Ziele und dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wenn ihr ein oder zwei Personen habt, die das gleiche vorhaben wie ihr, dass ihr wesentlich mehr Erfolg haben könnt, wie wenn ihr das als Einzelkämpfer macht. Deswegen, Freunde, hört euch in einem nahen sozialen Umfeld um. Wer kann euch unterstützen? Wer hilft mit? Wer macht das Gleiche? Wer hat das Gleiche vor? Das ist für mich ein ganz wertvoller Tipp. Dazu, wenn ihr in einem nahen sozialen Umfeld seid, dann ist auch das Allerwichtigste, dass ihr euch vielleicht auch ein bisschen in die Richtung organisiert. Das bedeutet, es gibt zwischenzeitlich so viele Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, wie YouTube, wie Instagram. Da gibt es so viele, die das Gleiche machen. Dann geh in so eine Gruppe und schau, was machen die anderen. Hol dir deine Informationen von Menschen, die es vielleicht schon hinter dir haben, das, was du vorhast. So, das wäre heute Teil 4, Motivation Teil 4. Das nennt man Sippe suchen. Suche die Sippe, suche gleichgesinnte Menschen, die exakt das gleiche vorhaben wie du. Nutze die Informationen von anderen Menschen, nutze die Motivation von anderen Menschen und ich garantiere dir, dass du viel schneller ans Ziel kommst. Das war Teil 4, ihr Lieben. Und in Kürze geht es weiter mit Teil 5. Für die neu Zugeschalteten, bitte vergesst nicht, Teil 1, Teil 2, Teil 3 anzuschauen. Wichtige Infos. Demnächst gibt es mehr. Von Förster der Karlsruhe, der ist Mr. T.